Salto. 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 In der Streitergasse. Die aktuelle Debatte auf Salto. Herzlich willkommen beim Salto Podcast in der Streitergasse. Heute geht es um Film und Kino, mitunter auch anlässlich des bevorstehenden Filmfestivals in Bozen. Wir haben dazu drei Gäste geladen: Birgit Oberkofler von der IDM Filmförderung, Renate Mummelter, Journalistin und Kulturarbeiterin und Kennerin des lokalen und internationalen Kinobetriebs, sowie Georg Zeller, Filmemacher und Vorsitzender der FAS, der FAS, dem Berufsverband der Südtiroler Filmschaffenden. Herzlich willkommen. Frau Mummelter, beginnen wir bei Ihnen. Jetzt gibt es diese Filmförderung seit über 10 Jahren, die ja vor allem als Wirtschaftsförderung geboren wurde. Wie wurde vorher produziert? Sie haben ja dazu auch ein Buch gemacht zu Filmproduktionen in Südtirol mit Martin Kaufner. Wie wurde vorher produziert und wenn Sie jetzt zurückschauen auf die letzten Jahre, was hat es denn gebracht? Da muss ich ganz weit ausholen, aber es wird nicht lang. Film war bis in die 70er Jahre hinein nicht Kultur, galt nicht als Kultur. Also war von Förderung schon überhaupt nicht die Rede, er war auch nicht Handwerk. Und dann hat es sehr lange gedauert. 1988 wurde die Filmschule Zelig gegründet und diese Filmschule hat dann einen bestimmten Drive in das Geschehen gebracht, weil natürlich die Zelig-Abgänger und Abgängerinnen auch zum Teil im Land arbeiten wollten. Und dann hat es aber noch einmal äußerst lange gebraucht, bis es zu einer normalen Filmförderung gekommen ist, die es in allen anderen europäischen Ländern schon längst gab. Entscheidend dabei war auch die FAS, die 2004, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegründet wurde und die sich dann eben auch sehr präzise und sehr lange mit dieser Filmförderung eingesetzt hat. Aber alles, was über Kultur ging, das muss man einfach sagen, auch wenn es mir nicht passt, hat nichts geholfen. Geholfen hat erst die Wirtschaftsförderung. Erst wie man entdeckt hat, aha, da kann man die Wirtschaft damit fördern, dann ging es auf mit positiven und negativen Auswirkungen. Und wenn Sie jetzt so auf die letzten bisschen mehr als 10 Jahre zurückschauen, seitdem diese IDM, vormals BLS, seitdem diese Filmförderung gibt, was haben Sie als Kennerin der Kinolandschaft, was konnten Sie beobachten, was hat sich verändert? Ja, dass Südtirol ganz sicher jetzt zu einem Filmstandort geworden ist, nicht nur für die Produktion von Filmen, sondern auch für Menschen, die in diesem Bereich arbeiten wollen. Also es haben sich Firmen angesiedelt, man kann hier arbeiten. Ich habe es genau im Blick bei den Zelig-Abgängerinnen und Abgängern. Die können im Land bleiben und können von dem, was sie gelernt haben, auch leben. Also sie müssen nicht unbedingt den Brain Drain mitmachen. Das ist ja schon viel heutzutage. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Auswirkungen, auf die wir sicher noch genauer eingehen werden. Also Praxa-Wildsee als Stichwort, nicht so ganz berauschend und Wunsch, dass noch mehr kulturell hochwertiger Film gefördert werden möge, weil das über die Landesförderung, die Kulturförderung nach wie vor schwierig ist. Aber das ist ein anderes Thema. Es war ja bis vor kurzem das Ressort Kultur, aber auch das Ressort Wirtschaft unter der Federführung vom Landesrat Achhammer. Aber trotzdem hat es dann auch Kritik gegeben vor ein paar Jahren. Da wurde ein Call gestrichen und dann musste auch die FAS in die Bresche springen. Natürlich gibt es bei solchen großen Filmförderinstitutionen, wie Sie es dann auch betreuen, Birgit Oberkofler, auch immer wieder neben Lob gibt es natürlich auch Kritik. Wie gehen Sie innerhalb der IDM mit dieser Kritik um? Die Filmförderung ist ja nur ein kleiner Teil von der IDM. Also der ausgefallene Call, das war natürlich ein großes Thema.
Wir dachten ja bis zum Schluss, dass wir das intern lösen können, also dass es doch noch Geld in den Topf kommt, um es ganz pragmatisch zu sagen, was nicht passiert ist. Aber rückwirkend muss ich sagen, dass dieser Moment, also dieser schwierige Moment für uns alle auch ein sehr wichtiger Moment war, weil wir dort auch verstanden haben, dass wir zusammenstehen müssen. Das war auch schon davor der Fall, aber dann noch mal mehr in der Krise. Also die FAS, wir haben eigentlich alle an einem Strang gezogen. Die Filmförderung, also wir als kleine Abteilung in der IDM oder als IDM, auch als Institution natürlich, gemeinsam mit der FAS. Dann hat sich ja auch im Nachhinein die Fachgruppe der Produzenten im HDS gebildet. Also das hat schon auch geholfen. Und wir konnten dann im Nachhinein, haben wir auch dieses 10-Jahres-Feier gemacht. Wir haben dann gesagt, jetzt erst recht. Und da hat sich dann ja auch der damals zuständige Landesrat Philipp Achhammer committed für den Südtiroler Film und auch auf der Bühne. Ich war ja leider nicht dort, weil ich Corona-infiziert zu Hause bleiben musste, aber sich auch committed für die Filmförderung und darauf bauen wir immer noch, nicht? Mhm. Ist es da auch immer wichtig oder das sieht man auch jetzt im aktuellen Fall, wenn wieder Kritik in der Politik kommt, in diesem Fall vom Team K., dass es eine FAS gibt auch, eine Art Gewerkschaft, jetzt mittlerweile seit 20 Jahren, die dann da ist, wenn aufzuschreien ist und wenn mal der Finger erhoben wird, weil die Politik vielleicht etwas ja, kritisieren will und vielleicht nicht von vorn bis hinten weiß, was es mit dieser Filmförderung auf sich hat. Man muss das ja auch immer wieder betonen, diese Wirtschaftsförderung, wie das funktioniert. Warum muss man das immer wieder betonen? Das gibt es ja eigentlich schon oft nachzulesen. Mhm. Ja, also wir sind als FAS natürlich nicht nur dazu da, um aufzuschreien, wenn irgendwas Negatives passiert und Kritik standzuhalten. Ich muss auch dazu sagen, also die Filmförderung ist ja immer wieder Objekt von Kritik. Ich glaube, weil die Öffentlichkeit bis heute noch nicht ganz verstanden hat, es ist auch sehr kompliziert zu verstehen, wie Filmproduktion überhaupt funktioniert. Und dass es eben extra als Wirtschaftsförderung gedacht wurde, weil dadurch auch wirklich Umsatz im Land generiert wird und letztendlich viel Geld in die Taschen des Landes zurückfließt. Also es ist eigentlich eine Investition von Seiten des Landes, die am Ende der Öffentlichkeit zugute kommt. Oft entsteht der Eindruck und vor allem, wenn eben von gewissen Politikern Kritik ausgeübt wird, dass das Land da einfach Geld ausgibt an Projekte, über die alle sich bereit fühlen zu diskutieren, ob die groß genug oder klein genug oder künstlerisch genug oder zu kommerziell oder sonst was sind. Also da bei jedem Projekt eigentlich gibt es immer einen guten Grund zu kritisieren. Letztendlich muss man sagen, wir haben jetzt hier wirklich eine florierende Filmwirtschaft im Land und die Leute, ich bin ein Beispiel dafür, wie Renate Mummel das schon gesagt hat, es gibt Leute, die von außerhalb nach Südtirol gekommen sind, bei mir liegt es 30 Jahre zurück, ich habe an der Zelig studiert und arbeite seitdem immer im Filmbereich in Südtirol, zahle seit 30 Jahren meine Steuern hier und so weiter und wir produzieren hier sowohl Kultur als auch kommerzielle Produkte. Und die FAS vertritt eben die Leute, die im Leben entschieden haben, in diesem Bereich tätig sein zu wollen. Und natürlich setzen wir uns auch mit den Ämtern, Institutionen und mit der Politik auseinander, die die Grundlagen dafür schaffen muss und sollte. Was hat sich in den letzten 10 Jahren getan bei der IDM, außer dass es zu diesem Zwischenfall kam, der dann bei der 10-Jahres-Feier irgendwie gelöst wurde. Aber wie war die Entwicklung? Wo ist man gestartet und wo ist man jetzt? Also ich glaube, die Entwicklung, oder was ich, wenn ich vielleicht kurz sagen darf, was ich sehe und was wirklich, also wir sehen jetzt langsam wirklich die Blüten oder die Ernte, die Früchte dieser jahrelangen Arbeit, weil es gibt einfach sehr viel und ich möchte eigentlich, logisch, unsere Förderung funktioniert als Wirtschaftsförderung, also ich sage immer, der Effekt ist das einzige wirkliche Argument, um die
Fördermittel zu kriegen, um auch Steuergeld zu kriegen. Aber natürlich müssen wir uns immer fragen, ist dieses Steuergeld gut investiert? Und ich glaube, dass wir von einer Kulturförderung nicht so weit weg sind, weil ich sehe ja auch, was das Amt für Kultur macht. Ich arbeite ja sehr eng mit der Barbara Weiß auch zusammen, mit dem Luca Bizzari. Und wir schauen ja den Leuten zu helfen. Also wir suchen immer motivierte Leute und schauen ihnen zu helfen, den Next Step zu machen. Aber natürlich ist es was anderes, ob ich ein Förderprojekt ansuche, ob ich Fördergeld ansuche für 12.000 Euro, 15.000 oder ob ich mehr ansuche. Wenn ich 50.000 ansuche für einen Dokumentarfilm, muss ich natürlich auch was anderes vorweisen. Und da ist es schon auch unsere Aufgabe, auch zu schauen, dass es eben auch ein Publikum gibt, dass es einen Vertrieb gibt, dass das inhaltlich Hand und Fuß hat. Also ich kann keinen Film aus der Provinz produzieren. Das heißt, ich brauche noch andere Finanzierungspartner außerhalb der Region. Ich brauche ein Publikum, das über Südtirol hinausgeht. Und das sind die Dinge, auf die wir achten. Und das ist das, was auch gelingt. Und wenn ein Projekt das vorweisen kann, ein lokales Projekt, dann wird es natürlich gefördert. Zum Beispiel in diesem letzten Call sind fast ausschließlich lokale Projekte. Wir müssen jetzt auch definieren, was ist ein lokales Projekt. Aber es sind 8 lokale Regisseure, wenn ich mich recht, und Regisseurinnen, wenn ich mich recht erinnere. Es sind lokale Co-Produzenten, die natürlich auch international große Projekte co-produzieren. Es ist die erste Serie mit Südtiroler Co-Produktion, die in Lettland schon verkauft ist. Also das sind alles Dinge, die jetzt langsam entstehen. Und da wird noch sehr viel mehr entstehen, weil ich das weiß, hinter den Kulissen. Wenn ich vielleicht da zur Geschichte auch des Filmstandorts noch kurz was hinzufügen darf, ich glaube, das ist genau das, was sich am augenscheinlichsten hier verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Weil wir haben ja in den 80er, 90er Jahren hier auch schon Filme gemacht in Südtirol. Damals waren die aber vorwiegend für ein einheimisches, regionales Publikum und mit überschaubaren Budgets. Jetzt werden Filme gemacht für internationales Publikum, für einen internationalen Markt, die europaweit gesehen werden können und so weiter. Und die auch Filmschaffende involvieren, die ihr Lebensinhalt sozusagen, ihren beruflichen, mit dem Filmschaffen verbringen. Und das ist eine große Veränderung. Darf ich dazu noch ein Beispiel nehmen, nur damit es konkret wird, nicht? Nur Beispiele. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, der Martin Rattini hat mit dem Felix Rier, ein Lokaler, also ein Kasloter Produzent, Seligabgänger, mit seinem Dokumentarfilm Undine, haben sie eine selektive Förderung des MIC gekriegt, also des italienischen Kulturministeriums. Das hat es noch nicht gegeben, das ist ein Südtiroler Projekt, wir sind eine deutsche Minderheit in Italien, eine selektive Förderung mit der höchsten Punkteanzahl beim italienischen Kulturministerium gekriegt. Zum Beispiel dasselbe Martin Rattini hat für seinen Film 8 Tage im August eine selektive Förderung von einer anderen Region, von Apulien, gekriegt. Er hat den ganzen Film in Apulien gedreht. Also ich will nur sagen, man denkt vielleicht, das ist jetzt alles normal, aber das ist sehr harte Arbeit dahinter. Da muss man Kontakte haben, man muss sich kennen. Auch dasselbe ist mit den Festivals, nicht? Ein Film, der geht nicht einfach nach Sundance. Ein Film, der geht nicht einfach. Also ich will nicht sagen, dass das alles wir machen. Es ist eine Gemeinschaft. Es ist eine Teamarbeit und Südtirol hat sich in Italien da einfach einen Namen gemacht und nicht nur in Italien, aber das war harte Arbeit und ähnlich, ich denke immer, was zum Beispiel im Weinbau passiert ist, niemand hat Südtirol im Weinbau ernst genommen, im Weinbauland Italien und dasselbe ist im Film, Cinecittà mit der Historie, das ist auch, wenn da die Südtiroler kommen, dann denkt sich jeder, was wollen die, Etole Otto Montagne, aber dort ist es... Nein, aber da ist eben was Ähnliches passiert, nicht? Aber wir sind noch nicht dort. Also wenn die Frau Mummelter sagt, alle können davon leben, dann kommt mir vor, viele Leute sind noch prekär. Also wir müssen darauf achten, dass eben zum Beispiel die ganzjährige Beschäftigung der Filmschaffenden, das ist immer noch ein großes Thema. Also dazu bräuchten wir eigentlich eine Serie oder so, die in Südtirol verankert ist, oder noch weitere Bausteine, um einfach das zu garantieren. Weil sonst gibt es eben Monate im Jahr, wo sehr viel gedreht wird, aber Monate im Jahr, wo auch wenig gedreht wird, nicht? Und dann, diese Leute müssen eben auch die Miete dann in diesen Monaten zahlen können, nicht? Also man denkt immer, aber ja. Das ist natürlich ein schwieriges Kapitel. Wenn wir jetzt mal von dieser Geldbeschaffung und auch von diesem ganzen Netzwerk europaweit ein bisschen weggehen und uns auch ein bisschen mehr dem Film zuwenden,
war im vergangenen Jahr beim Bolzano Film Festival, war ein interessantes Gastland, Galicien in Spanien. Die haben, es sind auch eine Minderheitenregion, und die haben es im Laufe der Jahre, oder ich weiß nicht, was da die guten Zutaten waren, die haben es geschafft, so einen neuen galizischen Film zu kreieren, auch eine richtige Marke. Wo ist man da noch in Südtirol? Es gab in den 80ern mit den Werner Masten-Filmen schon einen neuen Zuschnitt für einen neuen Südtiroler Film, könnte man sagen, weiß ich nicht. Wo ist jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Wirtschaftsförderung, tut sich auch da was oder muss ich da etwas tun? Ich glaube, dass das in Südtirol erstens komplex ist, weil wir eben ein Minderheitengebiet sind und im Film ja auch Sprache eine Rolle spielt, dass die Mastengeschichte, die ja sehr lange zurückliegt, Masten hat sicher Wichtiges geleistet, aber sich sehr auf sehr Südtirol-spezifische Themen bezogen, und die sind eigentlich irgendwie durch. Also mit dem kann man keine goldene Nuss gewinnen. Und deswegen glaube ich, muss es da schon andere Perspektiven geben. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt einen Südtiroler Film braucht. Also für mich ist das vollkommen uninteressant. Für mich als Kinogeherin und Filmkonsumentin. Also wir haben uns lange genug in dieser engen Nussschale bewegt, um bei den Nüssen zu bleiben. Also wenn ich dagegen halten darf, Frau Mummelter, ich glaube, es gibt schon, also aus meiner Sicht, ich sage nur meine Sicht der Dinge, es gibt ja schon einen Südtiroler Film. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Hochwald denke, wenn ich an die Einsiedler denke, wenn ich in Venedig einen Film von Ronny Trocker sehe, der in meinem Dialekt mit Dialogen, wie ich sie aus meiner Kindheit von meinem Vater und meinem Bruder kenne, in Venedig am Festival sehe, dann kommen mir die Tränen, nicht? Muss ich sagen, dann bin ich gerührt. Und dasselbe ist mit, oder jetzt auch zum Beispiel Zweitland von Michael Kofler, also die jüngere Südtiroler Geschichte in einem Spielfilm aufgearbeitet, wo es um Radikalisierung geht, wo es auch um Zwist in der Familie durch Radikalisierung geht, wo es auch um emanzipierte Frauengestalten geht. Also dann fühle ich mich eigentlich schon sehr wohl in dem, was ich mache, weil wenn dann auch noch internationale Partner dabei sind, wenn das ZDF dabei ist, wenn Arte dabei ist, wenn ich weiß, dieser Film wird ein Publikum haben, dann ist auch noch, also neben dem Südtiroler Produzenten, Südtiroler Regisseur, auch ein Südtiroler Hauptdarsteller, der Thomas Brenn, dabei, dann muss ich sagen, dann staune ich immer wieder, was eigentlich in diesem kleinen Land alles möglich ist. Das ist unglaublich. Ich kann mit dieser Nabelschau überhaupt nichts anfangen. Also weder Ronny Trocker noch Evi Romain haben einen im engeren Sinn Südtiroler Film gemacht. Und dieses Label, das geht mir genauso auf die Nerven wie der Südtiroler Speck, um das jetzt irgendwie mit irgendwas zu vergleichen. Zweitland hat ein anderes Thema, aber dieses Thema, wie gesagt, ist ja irgendwie dann auch irgendwann ausgelutscht, und da finde ich schon besser, wenn man dann frisch nach Srebrenica geht und sich dort umschaut, was da läuft. Oder wenn Leute wie Gutweniger und Kofler sich ans Meer bewegen und sich dort umschauen. Das hat mit Südtirol ja nichts zu tun. Das ist ja kein Südtiroler Film. Auch Masten hat keinen in dem Sinn Südtiroler Film gemacht, außer den paar Zuderer Verfilmungen. Der Rest, den er gemacht hat, das waren Tatort-ähnliche Fernsehserien. Das ist was anderes. Und diese Nabelschau, ich finde, die tut uns nicht gut, die tut auch der Kultur nicht gut. Das ist vielleicht für die Geldbeschaffung wichtig, aber sonst unwichtig. Ich würde schon sagen, dass es den Südtiroler Film gibt, aber genau die Besonderheit des Südtiroler Films ist, dass wir eben nicht nur Filme in und über Südtirol machen, sondern auch aus Südtirol heraus, wie in meinem Fall ein Film, der in Bosnien angesiedelt ist, der auf bosnische Sprache stattfindet und so weiter. Aber es ist ein Südtiroler Film, der wurde von Helios Sustainable Films, einer Südtiroler Produktionsfirma, produziert, mit Geld aus Südtirol, mit Personal und kreativen Filmschaffenden aus Südtirol. Und also für mich ist das ein Südtiroler Film. Aber natürlich, also man muss sagen, was den Vertrieb angeht zum Beispiel, da sehen wir das Problem schon, weil wir zum Beispiel, also wenn wir deutschsprachige Filme hier machen,
Das sind in Italien relativ, also für den italienischen Markt und italienische Vertriebssysteme und so weiter, oft nicht direkt interessant, oder man muss sehr viel dafür werben, dass sie sagen, okay, das kommt auch aus Italien, auch wenn es auf Deutsch ist. Genauso geht es dann, man würde sich dann nach Österreich vielleicht wenden, aber die sagen, nein, ihr seid ja Italiener, es sind italienische Filme, was sollen wir damit und so weiter. Also diese Problematik gibt es natürlich schon. Also ich wollte nur nochmal auch die Position, wir als Förderung, ich rede ja hier auch für eine Förderung, da geht es ja nicht darum, Südtiroler Film oder nicht Südtiroler Film, sondern es geht ja, jeder Film hat Platz, wenn dieser Film die Qualität erreicht. Ob sich dann ein Regisseur, eine Regisseurin mit Südtirol auseinandersetzen möchte oder nicht, das ist nicht unser, also das ist jenseits unserer Anwendungsrichtlinien, also der Förderkriterien, nur dass das klar ist, nicht? Und die Evi Romain selber hat gesagt, sie hat einen modernen Heimatfilm gemacht, deshalb habe ich mir erlaubt, diesen Film auch zu nennen, aber es obliegt mir nicht, einen Südtiroler Film zu definieren, nicht? Also ich habe das breiter verstanden, Südtiroler Themen, und Südtiroler Themen werden aufgearbeitet filmisch, aber nicht nur, nicht? Das ist auch schwierig, weil es da auch nicht diese eine Marke gibt. Der Vergleich mit Galizien im vergangenen Jahr eben hier hat das ein bisschen aufgedrängt, weil man anhand von mehreren Filmsprachen sagen kann, okay, da hat sich in dieser kleinen Region von der Filmsprache her und von der Erzählweise her was aufgetan, was eben mehrere Regisseure und Regisseurinnen miteinander verbindet, die eben alle aus dieser Gegend kommen. Jetzt ist es so, dass die IDM auch seit vielen Jahren auf den großen Festivals immer präsent ist, manchmal auch im großen Stil. Das wird auch ab und zu kritisiert, aber ist das auch eine Vorgabe, wie man im Ausland glänzen will oder glänzen auch muss? Ja, danke für diese Frage. Also ich will schon sagen, dass die Kritik bei uns ankommt. Ich will auch sagen, dass wir schon uns auch reflektieren. Und gerade was den IDM-Empfang bei der Berlinale angeht, da haben wir uns schon auch Gedanken gemacht. Leider ist es so, dass alle Förderungen Empfänge machen, auch sehr große Empfänge, und wir auch präsent sein wollen. Und dieses Jahr haben wir es eben so gemacht, dass wir die Talente gefeatured haben, dass wir Südtiroler Regisseurinnen und Regisseure und Schauspieler porträtiert haben. Und wir wollen es jetzt so machen, dass wir im nächsten Jahr noch wieder einen Empfang machen, aber gemeinsam mit Partnern. Wir haben ja dieses Jahr auch alle italienischen Filmcommissions noch reingeholt. Also das war auch das 20-jährige Jahrfeier, also Geburtstag der IFG, der Italian Film Commissions. Also wir sind ja bei 20 regionalen Filmkommission und Filmförderung im Verband oder in einem Verein dabei. Genau. Und nächstes Jahr, das haben wir jetzt gesehen, dass das eigentlich gut funktioniert, und jetzt wollen wir uns Partner suchen. Also in Cannes werden wir auf die Suche gehen nach Partnern, um eben dieses Fest gemeinsam zu machen. Jetzt ist es so, wenn man im Ausland... Ich würde dazu auch noch was sagen, vielleicht. Also, wie vorhin schon gesagt, man kann natürlich Filme auch einfach lokal und regional machen für ein lokales, regionales Publikum und so weiter. Aber wie wir jetzt inzwischen hier Filme machen verstehen, arbeiten wir zwangsläufig international, weil alle Filme, die in Europa entstehen, entstehen nicht an einem Ort und mit Geld und Personal von einem Ort, sondern die allermeisten sind internationale Koproduktionen und so weiter. Um das zu gewährleisten, ist Netzwerk absolute Voraussetzung, und diese Events sind typisch und genau dafür da, um diese Netzwerke zu schaffen, zu stärken und so weiter. Deswegen sind für uns diese Momente extrem wichtig, wo man Leute wieder trifft, neue Leute kennenlernt und sich eben vernetzt, um neue Projekte zu gestalten. Und sie haben, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, sie haben auch wirklich diesen Effekt. Also man trifft da auf diesen Events Leute, mit denen man irgendwann zusammenarbeiten wird. Und deswegen sind sie absolut wichtig. Jetzt kommen wir kurz zu deinem Film. Wir haben es vorher kurz angesprochen, auch um ein Thema, das Thema Tourismus, was in Südtirol sehr präsent ist, aber bei deinem Film geht es um Dark Tourismus. Was kannst du verraten? Dein Film läuft im Wettbewerb. Ja, also Tourismus ist der Aufhänger sozusagen. Es hat mit dem Tourismus, den wir aus Südtirol kennen, ziemlich wenig zu tun, muss ich sagen. Also in meinem Film geht es eher um die Frage, kann die Begegnung zwischen Leuten, in dem Fall also Überlebenden des Krieges und des Genozids in Bosnien, die Begegnung mit Leuten, die von außerhalb ins Land kommen, kann das was Positives bewirken für eine Seite, für beide Seiten vielleicht? Das ist die ursprüngliche Fragestellung. Ich
bin damals nach Bosnien gefahren und war erstmal sehr verwundert, dass wir alle, ich inklusive, sehr fasziniert sind irgendwie von den Spuren, die dort von dem doch schon recht lange zurückliegenden Krieg noch überall zu sehen und zu spüren sind. Und habe mich erstmal mit dieser Faszination auseinandergesetzt und habe auch viele, ja, würde ich sagen, absurde Blüten da erstmal erkannt. Aber im Laufe der Arbeit am Film habe ich gesehen, dass eigentlich, also das doch sehr positiv ist, dass die Leute sich begegnen und dass man spricht über das, was dort passiert ist und das, was man dabei lernt, auch mitnimmt. Es ist relevant auch für Konflikte, die jetzt gerade in der Welt und auch in unserer näheren Umgebung stattfinden, weil wir immer denken, ein Krieg ist vorbei, wenn die Leute aufhören zu schießen, aber in Bosnien sieht man sehr gut, dass das absolut nicht so ist und dass die Folgen 30 Jahre später sehr stark in den Menschen noch zu spüren sind und sogar in den Folgegenerationen sehr präsent sind. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann im Ausland dreht und man sagt, die Förderung kommt aus Südtirol oder ich komme auch aus Südtirol, im Grunde ist es auch schon ein Effekt, ein sehr europäischer, aufgeschlossener Effekt, der auch ein sehr positives Bild auf Südtirol wirft. Dass da dann Geld kommt für eine Produktion? Oder fragen sich die Leute nicht, warum wird in Südtirol ein Film gefördert über dieses Thema, über das du gemacht hast? Ja, also ich denke, ja, also es ist eigentlich, so muss es einfach sein. Ich bin ja auch, wenn ich seit sehr langer Zeit in Südtirol lebe und mich hauptsächlich hier aufhalte und so weiter, beschäftige ich mich gedanklich und kreativ und so weiter nicht nur mit meinem direkten Lebensraum, sondern interessiere mich auch dafür, was im Rest der Welt passiert, sag ich mal. So war das in diesem Fall auch. Und natürlich jetzt, was Bosnien angeht, kann man schon sagen, wir haben auch in Bosnien auch viel über Südtirol gesprochen, weil es doch gewisse Parallelen auch gibt in den Gesellschaften. Wir haben hier ja auch, also das liegt länger zurück, aber es gibt hier auch einen ethnischen Konflikt oder Schwierigkeiten, die bis heute noch irgendwie spürbar sind, die, wie ich immer sage, dank des Wohlstandes in unserem Land nicht mehr so brennen, wie das mal der Fall war oder wie es in Bosnien der Fall ist, weil dort die Leute mit Armut und Unsicherheiten und Arbeitslosigkeit und so weiter zu kämpfen haben. Aber also in Bosnien gibt es getrennte Schulen für die verschiedenen Ethnien, so wie das bei uns letztendlich auch der Fall ist. Und die Schulbücher sind anders geschrieben, auch wenn sie dort die gleiche Muttersprache haben. Aber in jedem Schulbuch steht Geschichte anders erklärt. Und deswegen, ja, also ich glaube, egal wo man hinfährt, wir sind ja alles Menschen, gibt es dann immer Möglichkeit, auch sich auszutauschen über die eigenen Lebenserfahrungen, Lebensräume. Jetzt steht das Filmfestival an unter neuem Anstrich und mit neuem Wind seit vergangenem Jahr. Ist das auch aus Ihrer Sicht, Renate Mummelter, so ein nächster Schritt auch für dieses Filmland Südtirol, diese Weiterentwicklung des Festivals, diese internationalere Ausrichtung? Auf jeden Fall. Das Festival ist, ja, man muss es schon eigentlich immer historisch sehen. Das Festival ist ja entstanden vor sehr vielen Jahren. Es ist die 37. Ausgabe heuer, weil vor diesen vielen Jahren es nicht möglich war oder schwer möglich war, deutsche Filme, die neuen deutschen Filme zu zeigen. Damals war es nur möglich, irgendwelche Lederhosen, Dirndl und Sex zu zeigen. Und damals ist es entstanden, um die Produzenten spazieren zu führen und diejenigen, die die Filme vertrieben haben. Und heute ist diese ganze Südtirol-Logik, die es ja auch immer noch gibt, die funktioniert ja nach dem gleichen Prinzip. Also man lässt die Menschen das Land kennenlernen und schafft so eine Beziehung. Und beim Festival ist es jetzt natürlich, wo das mit den deutschen Filmen längst kein Problem mehr ist, höchst an der Zeit, die Fühler ein bisschen weiter auszustrecken. Man muss ja auch nur hier durch die Straßen gehen und aufmerksam zuhören. Da wird nicht mehr nur Deutsch und Italienisch und Ladinisch gesprochen, das ganze Jahr über nicht. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass auch das Festival selber nach draußen schaut, ohne das Lokale zu vernachlässigen. Diese Sachen sind ja auch da, aber nach draußen schaut, wie dieses Jahr ganz weit weg nach Brasilien zu den indigenen Filmen oder auch über,
über Genregrenzen hinweg schaut, das finde ich auch ganz wichtig, wie dieses Jahr mit den Ehrengästen, also mit Janikian, der in einem Grenzbereich zwischen bildender Kunst und Film tätig ist. Diese Sachen muss man kennenlernen, finde ich. Und dann müsste man ja gleichzeitig im Land, um noch ein bisschen beim Lokalen zu bleiben, auch dafür sorgen, dass wir alle, also ich sage jetzt bewusst nicht die Menschen, sondern wir alle lernen, besser mit bewegten Bildern umzugehen, weil das können wir alle immer noch nicht wirklich. Und welche Tipps hätten Sie dazu jetzt kurz zusammengefasst? Also mein Tipp ist so, dass ich werde also in dem Medium, in dem ich über Film schreibe, auch regelmäßig schreiben und mein erster Artikel wird genau davon sprechen, nämlich dass ich regelmäßig seit 37 Jahren gefragt werde nach Tipps und ich regelmäßig sage, die kann man nicht geben. Also der eine Tipp wäre, Festivalpoker zu machen, also einfach einen Tag aussuchen, eine Uhrzeit und in den Film dann zu gehen. Kann gut gehen, kann daneben gehen. Sonst ist mein Tipp schon der, die Dinge anzuschauen, die danach nicht mehr im Umkreis und im Umlauf sind. Denn es gibt einige Filme, die entweder noch die Runde durchs Land machen, wie zum Beispiel Georg Zellers Film, und einige Filme, die einfach ins Kino kommen. Und dann gibt es Dinge, die man ganz bestimmt nie mehr zu sehen bekommt, wie die Janikian-Filme, wie auch Kurzfilme, ist immer wieder ein heißer Tipp, weil man das sehr vernachlässigt normalerweise und auch die Kinos Kurzfilme nicht zeigen. Das sind meine Tipps. Und die Talks, die Rahmenveranstaltungen. Ich muss dazu auch sagen, also ich bin echt glücklich, jetzt in Bozen zu leben, weil eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, es gibt wenige solche Städte in dieser Dimension, die ein solches Angebot ihrer Bevölkerung anbieten sozusagen, also wo man eben Filme sieht, also die normalerweise im besten Fall in den Hauptstädten der Länder zu sehen sind, im Kino. Also diese Art von Filmen muss man sich wirklich suchen, irgendwie online und so weiter, und kann sie dann zu Hause auf dem Computer anschauen. Aber dass man die auf der Kinoleinwand sehen darf, ist wirklich also eine außergewöhnliche Situation, muss ich sagen. Und das, ja, ist das jetzt eine gute Gelegenheit, das Festival das wahrzunehmen. Hat wahrscheinlich auch die Zelig damit zu tun, diese Sensibilisierung schon über Jahrzehnte voranzutreiben für Kino, für Produktion, für auch neue Zuschnitte und auch vielleicht dann auch weg von den klassischen Fernsehformaten. Das Fernsehen hat sich ja in diese sehr privatisierte Richtung entwickelt und der Film dann in seine Richtung. Jetzt hat es einen großen Produzenten und dem Filmbereich wichtige Figur gegeben und es hat auch mal die Diskussion gegeben, einen Preis zum Karl Baumgartner an den Produzenten zu vergeben. Das war mal sehr gut im Gespräch. In diesem Jahr gibt es wieder eine Hommage an ihn. Karl Baumgartner war auch eine wichtige Figur für den aktuellen künstlerischen Leiter beim Filmfestival. Kann man da was verraten? Gibt es da vielleicht einen Preis? Oder? Ja, wir kennen Martina Baumgartner sehr gut. Wir sind ja jetzt auch beteiligt an der Hommage an ihren Vater Karl Baumgartner. Karl Baumgartner hat ja auch eine wichtige Rolle bei der Gründung der Südtiroler Filmförderung gespielt. Er war ja auch Teil der Echo-Film und es gibt ja schon den Baumi Award. Wir sind da auch mit Martina im Austausch. Wir wollten schon Partner werden. Sie hatten aber einen Partner, die NRW, die Filmstiftung, und die damalige Leiterin wollte keinen anderen Partner, keinen zweiten Partner im Boot haben, aber wir haben jetzt erstmal die Retrospektive gemacht und dann ist es ja auch eine Frage, man muss schauen, wie man zusammenkommt und man muss auch schauen, ganz ehrlich, auch budgettechnisch, aber natürlich ist die Offenheit da, auch zu unterstützen und zu schauen, wie man auch den Baumi und vor allem seinen Geist, seinen kreativen Geist, seinen Machergeist auch am Leben erhält, der uns ja auch alle mit ihm verbindet. Ich habe ihn ja persönlich nicht kennengelernt, aber
ich fühle mich schon sehr verbunden zu dem, also was ich von ihm höre und so, nicht? Und für den Baumi Award durch die Beziehungen der Familie Baumgartner sind auch immer sehr tolle Leute involviert, nicht? Fatih Akin, Martina Gedeck, Aki Karusmeki, also aufgrund dieser Beziehungen der Familie Baumgartner arbeiten diese Leute auch freiwillig mit, auch ein sehr ambitioniertes Projekt, der Baumi Award. Kommen wir langsam zum Ende. Jetzt gibt es ja auch große Veränderungen in der Kinolandschaft. Seit Corona hat man kurz geglaubt, jetzt geht überhaupt niemand mehr ins Kino. Und nach Corona, wie soll das alles wieder starten? Die Zahlen vom vergangenen Jahr in Südtirol sind gar nicht so schlecht. Die Leute gehen eigentlich wieder ins Kino, die Leute gehen gerne ins Kino. Und es ist ja auch, wie du auch gesagt hast, ein durchaus ansprechendes Programm. Auf der anderen Seite gibt es dann doch die Streaming-Angebote, Netflix und alle, wie sie heißen, die auch am Markt sind und bleiben wollen und auch den Markt beeinflussen. Wie beeinflussen sie die IDM Filmförderung? Ja, also wir kriegen das ja auch mit. Es gibt ja auch, ich bin ja auch bei Cineregio im Vorstand, also dem Verband der regionalen Filmförderungen, und da haben wir mit einer schwedischen Förderung Film Invest auch Public Film Funding at the Crossroads, wo 800 Branchenfachleute befragt worden sind, wo die Reise hingeht. Es hat eben diese Überproduktion gegeben in den letzten Jahren, aber das flaut jetzt ab, nicht? Weil die Streamer auch die Budgets gekürzt haben wieder. Also diese Welle ist jetzt und natürlich auch viel Schaden angerichtet haben, weil natürlich die Preise nach oben gingen, die künstlerisch ambitionierten Filme auch die Leute nicht gekriegt haben, weil die eben schon von den Serien, also es normalisiert sich jetzt wieder. Die Streamer sind nicht wegzudenken, aber ich habe erst jetzt auch eine Studie gesehen bei Encontre, bei unserer Konferenz, dass ja eigentlich der Hauptteil das TV, also Streamer sind immer noch kleiner, also wir denken, die Streamer sind allgegenwärtig und allmächtig, aber zahlenmäßig sind sie doch nicht so groß. Und wenn ich vielleicht noch zum Filmfestival sagen darf, was wirklich ein USB des Bolzano Filmfestival Bozen ist, ich kriege immer Karten, also ich kann euch sagen, in Venedig, in Berlin, man kriegt keine Karten in Cannes, es ist so schwierig, eine Karte zu kriegen. Und man kann mit den Filmemachern in Dialog treten, man kann auch mit Stefan Rudowitzki reden, also man kann wirklich die Leute auch erwischen im Foyer, und ich glaube, diese Chance sollte man wirklich nutzen. Und wenn ich an die Südtirolerinnen und an Südtiroler denke, wie kulturinteressiert sie sind, beispielsweise Theaterabos, wo es nicht möglich ist, ein Ticket zu kriegen, dann glaube ich, ist im Film noch sehr viel Luft nach oben, und ich möchte wirklich alle einladen, ins Kino zu kommen, mit uns in Dialog zu treten, über Film zu reden, weil ich glaube, da ist schon noch Luft, und da freue ich mich auch sehr drauf. Wir sind ans Ende gekommen. Renate, von dir noch ein Ausblick auf die nächsten 10 Tage, auf das Festival. Was sind so die wichtigen Highlights, auf die du dich besonders freust? Du willst immer Tipps haben, gell? Nein, Highlights, nicht ich. Es gibt natürlich jede Menge Highlights, die man sich aus dem Programm herauslesen kann. Was vielleicht sehr positiv ist, dass es auch für die arbeitende Bevölkerung möglich ist, das Festival zu verfolgen, weil es länger dauert. Das heißt, die Wochenenden sind intensiv, aber sonst gibt es eben auch die Möglichkeit, untertags arbeiten zu gehen und am Abend ins Kino zu gehen. Das ist sicher ein Highlight von der Struktur her. Etwas, was mich sehr freut, auch weil wir über Kino und Perspektiven gesprochen haben, ist, dass die Kinderschiene ausgebaut wird. Und davon wünsche ich mir noch mehr, weil Kinder in diesen eigenen Angeboten lernen, Filme anzuschauen, und sie erlernen, Filme zu erleben. Also sie können dann mit den Menschen sprechen, die diese Filme gemacht haben. Das heißt, sie verstehen, da ist nicht nur irgendwas, was auf dem Handy herum sich bewegt, sondern da stehen Menschen dahinter. Und diese Schiene, auch die Young Juries, die finde ich äußerst wichtig. Und einzelne sozusagen Termine würde ich jetzt nicht extra promoten.
Ich habe da auch eine Frage bezüglich den Kinderfilmen. Gibt es auch einen Druck auf Filmförderer, mehr in Kinder- und Familienfilme zu investieren, weil die Kinos dann vielleicht eine ganze Familie ins Kino locken und dann mehr Karten verkaufen? Ist das auch ein wirtschaftliches Denken, dass der Kinderfamilienfilm auch, sagen wir mal, boomt zu anderen Genres? Also wir haben ja komischerweise sehr viele Kinderfilme unterstützt. Das ist nicht ein erklärtes Ziel, sondern das hat sich einfach so ergeben, weil auch die lokalen Filmschaffenden Partnerschaften mit eben Kinderfilmmachern geschlossen haben. Aber Kinderfilm ist natürlich schon ein großes Potenzial. Und es gibt ja in Italien sehr wenig Kinderfilme. Wir haben den einen Ötzi-Film gemacht, aber in Deutschland gibt es sehr viele Kinderfilme und auch sehr viele Initiativen rund um den Kinderfilm. Und das ist natürlich auch wichtig, dass auch die Kinder nicht nur die Hollywood-Filme schauen, sondern eben auch einen europäischen Qualitätsfilm kriegen. Und ich glaube, in der Filmvermittlung, gerade was den künstlerischen Film angeht, ist auch noch sehr viel zu tun, weil ich merke manchmal auch in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis, dass da manchmal der Zugang fehlt. Also ich glaube, da muss man auch vermitteln und ich möchte auch alle einladen zu fragen, nicht, wenn ich etwas nicht verstanden habe oder wenn ich denke, ich habe keinen Zugang zu diesem Film, aber manchmal muss man nur reden, dann versteht man auch. Und ja, der Kinderfilm, nochmal zurückzukommen, ist wichtig und gut. Und der Kletterfilm mit Sylvester Stallone? Ist der wichtig und gut? Also das ist das typisch, wie gesagt, wie ich eingangs schon gesagt habe, man kann an jedem Projekt, das hier gefördert wird und das stattfinden wird, immer irgendwas aussetzen. Ich glaube, es gibt gute Gründe, auch diese Art von Projekten hier zu machen, unter anderem vor allem aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, weil da eben viel Geld umgesetzt wird und entsprechend Steuern, Aufkommen entstehen und weil Personal eingebunden wird, das dann in so einer Produktion auch Erfahrung sammeln kann und sein Know-how auch zum Besten geben kann. Ich persönlich mag auch lieber den künstlerischen Film, sage ich mal. Ich bin auch sehr dokumentarfilmaffin und so weiter. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, auch diese verschiedenen Bereiche auch abzudecken und auch zu akzeptieren, dass es die gibt. Gut, ich bedanke mich bei euch allen fürs Kommen. Bei Birgit Oberkofler von der EDM Filmförderung, bei Renate Mummelter, Journalistin, Kulturarbeiterin, und bei Georg Zeller, Filmemacher und dem Vorsitzenden der FAS. Vielen Dank fürs Kommen. Auf Wiedersehen. In der Streitergasse. Die aktuelle Debatte auf Salto. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ja dann abonniere unsere Kreativität. Denn es ist nie zu spät, Qualität und freie Information in Südtirol zu unterstützen. Salto. 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 Salto.